2021 haben wir das Mission 26 Programm gestartet. Es geht um profitables Wachstum der Unternehmensgruppe GEA. In diesem Zusammenhang spielt Digitalisierung eine zentrale Rolle. Um unseren Kunden eine einheitliche digitale Customer Experience zu bieten, haben wir ins Schlossler ein zentrales Kundenportal zu bauen. Das Kundenportal ist von zentraler Bedeutung für das Thema Kundenbindung für die GEA. Mit einem sehr straffen Zeitplan und einer sehr komplexen Struktur bei GEA haben wir es zusammengeschafft mit unserem Dienstleister Adesso, eine MVP-Lösung innerhalb von 12 Monaten auf den Markt zu bringen. Eine Plattform, auf der unsere Partnerteams ihre digitalen Lösungen weiterentwickeln können. Mit dem GEA Portal Club, eine Art Innovation Board, sammeln wir gezielt die Anforderungen aus den Divisionen. Die Anforderungen mit dem größten Kundenmehrwert werden dann direkt wieder in den Entwicklungsprozess gegeben. Denn wer die Kerngeschäftsprozesse der User versteht, kann maßgeschneidert dafür Lösungen entwickeln. Nachdem das Projekt nun in Time und Budget geliefert wurde, bin ich froh, dass wir jetzt weiter unterstützen dürfen, und zwar bei der Umsetzung von Innovationen innerhalb der Division. Wir haben bei GEA verstanden, erfolgreiche externe Digitalisierung erfordert auch interne digitale Transformation. Adesso hilft uns dabei, gerade in den verschiedensten Bereichen in GEA, in den unterschiedlichen Teams weltweit, eine gemeinsame Kommunikation aufzubauen, gemeinsam Strategien zu verfolgen und hier die Brücken zu bauen, die bis dato nicht existiert haben. Wir werden sowohl im Portal wie auch in den Anwendungen überall schauen, wie kann künstliche Intelligenz Mehrwert in der Prozessabwicklung, Prozessautomatisierung und für unseren Kunden schaffen. Alle unsere Lösungen in den nächsten Jahren werden immer mehr integriert sein in das GEA-Portal. Es bietet den Kunden den zentralen Einstieg. Wir haben noch einen Partner gesucht, der uns langfristig betreut, der mit uns wächst und der Professionalität und Kompetenz mitbringt, in einem Großkonzern wirklich ein globales Projekt abzuwickeln. Die Zusammenarbeit ist, glaube ich, sehr geprägt von unserer Offenheit zueinander. Wir verstehen uns als ein großfunktionales Digitalteam mit gemeinsamer Mission. Denn es geht nicht um ein Projekt, sondern es geht um die Begleitung der digitalen Transformation.